Autonome Waffen sind die Landminen des 21. Jahrhunderts nur viel perfider. Und während Landminen, sage ich mal, Jahrzehnte auf ihre Opfer warten, machen das autonome Waffen wesentlich schneller und alleine und ohne menschliche Kontrolle. Autonome Waffen stehen für viele Experten als die dritte Revolution der Kriegsführung. Wir hatten das Schießpulver, wir hatten die Atomwaffen und jetzt haben wir die autonomen Waffen. Das wird einen Quantensprung in der Kriegsführung nach sich ziehen, wenn diese Waffen erstmal großflächig eingesetzt und produziert werden. Deswegen muss es jetzt zu einer Kehrtwende bei der Abrüstungspolitik kommen. Ich hoffe, Heiko Maas ringt sich dazu durch auf seiner Konferenz und verkündet einen Vorzeichenwechsel der deutschen Abrüstungspolitik und setzt das dann auch gleich in Genf im Rahmen der Vereinten Nationen um.